nicht wundern, das wollte ich dir einmal sagen, ob du das auch so siehst. Ich habe ja Freunde, langjährige Freunde, die nie, wie soll ich sagen, auffällig geworden, so verhaltensoriginell geworden sind. Ja, immer, die waren immer vernünftig und immer eloquent, witzig, gescheit, alles Mögliche. Und etliche von denen, es sind nur 3, 4 oder so, lassen sich halt partout nicht impfen. Ich diskutiere mit denen. Man sieht sich dadurch natürlich seltener, nicht? Aber ob das an dem liegt, weiß ich nicht. Aber ich habe völlig aufgehört, mit denen auch nur irgendwas zu diskutieren. Das hat keinen Sinn. Ich denke mir nur manchmal, diese Leute, die ja mit mir irgendwie nicht gewissermaßen parallel denken, irgendwie so über die Welt und über die Politik und über was weiß ich, dass die nicht sich wundern, wenn sie sich umschauen, in welcher Gesellschaft sie sind. Ja. Weißt du, dass ich mir das nicht sage? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel gesessen hätte, ich hätte Bedenken gegen das Impfen. Das war ja von mir, das sind die Geimpften, ich weiß es nicht. Ja, ich wusste. Und ich würde mich dann umschauen und Äußerungen hören und Aktionen dieser Gruppe und so Sachen wie dieser MFG-Mensch, da wie immer der heißt. Wir spielen Pandemie, dann würde es bei mir sagen, ja, das ist doch alles scheiße, was die reden. Wie kann man das denn so sehen und würde mich wahrscheinlich impfen lassen. Liebe Damen und Herren, wir begrüßen Sie wieder zu einem Sesselkreis, die sehr geehrte Frau Daniela Kickl und ich. Und das war der Impfeinstieg, den wir im Zuge des folgenden Sesselkreises vermeiden werden. Mir ist ja eingefallen, wir werden das Ganze ja wieder am Freitag publizieren, ne, ja, den Sesselkreis. Und weißt du, was am Freitag ist? Na? Da ist der 5. November. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. Es ist ja in Wahrheit, wenn du das anschaust, ja, es ist zwar eine Comic-Verfilmung, ja, aber wenn du dir das anschaust, Es ist so tragisch real mittlerweile. Ja. Ja, wenn du dir das alles anschaust, ja, wie die Gesellschaft funktioniert und so, eigentlich total gruselig, ja. Ja. Das fällt mir ein zum 5. November. Ja, ich sage immer, die Welt liegt am Bauch und das mit dem Rücken zur Wand. Das unglaublich zur Zeit. Also es ist wirklich eine apokalyptische, präapokalyptische Situation. Ja, ja. Ja, ich auch, ja. Aber trotzdem, also man fehlt dir der Basti auch irgendwie, also mir fehlt er schon irgendwie. Jetzt ist er 3 Wochen oder so weg. Ich frage im Zuge unserer Bemühungen, wo ist der? Der ist ja gar nicht mehr da, der im Moment. Also man spricht ja, genau, über ihn und das abnehmend. Ja. Und vorne macht der Schallenberg Männchen und ja. Das ist ja eine interessante Frage, was mit dem Basti los ist. Das wissen wir ja nicht. Ne? Also der ist ja untergetaucht. Man hört nur immer wieder zum Beispiel in der ZIP 2, ja, wir haben Bundesparteiobmann kurz eingeladen, aber er hat uns leider wieder abgesagt. Ja? Also der geht ja nirgends mehr hin. Das war das Lustige. Gestern hat die Stefanie Sargnagel auf Twitter geschrieben, ja, war in Dublin und hat auf das Flugzeug gewartet und wen sieht sie? Den Sebastian Kurz. Wollte dann auch ein Foto mit ihm machen, das ist aber dann nichts geworden, hat aber dann zum Beweis, dass ihre Aussagen stimmen, einen Selfie von sich geteilt im Flugzeug, ja, wo er gerade hinten geht. Ja. Also der war, also ich bin ja, das muss ich sagen, ich bin ja persönlich zutiefst enttäuscht, da also ist er in Irland und meldet sich nicht bei mir. War Dublin was Politisches, irgendein ein Kongress oder irgend so? Nein. Das weiß keiner, das war ja auch quasi heimlich, also wenn die Sargnagel gar nicht zufällig gewesen wäre, na, hätte es ja keiner gewusst.
Ja, er versteckt sich. Also er wartet auf das Urteil, nehme ich an, nicht? Das ist ja noch ausständig. Ich habe jetzt, naja, Jury nicht verurteilt. Nicht noch, naja, zumindest. Bis zu dem Prozess überhaupt kommen wird, wird ja noch vergehen. Weil ja, Monate, ja. Nicht Jahre. Also das, ja, wenn er auf das wartet, dann wartet er lang, ne? Ja. Nein, ich hab jetzt gelesen, er wollte ja gerne eine Tour durch die Bundesländer machen. Das ist eine Werbetour wieder, ne? Aber das ist jetzt auch nicht sicher, ob er das macht. Das weiß man nicht genau. Nicht nur wegen der Covid-Situation, sondern natürlich auch, man weiß ja nicht, was er jetzt so macht, der Arme. Ja. Ich würde ihm, also ich bin natürlich kein Berater und habe von dem auch keine Ahnung, aber ich finde seine Strategie, wenn es denn eine ist, oder seine Taktik, wie auch immer man es nennen will, einfach zu verschwinden, für eine Zeit lang unterzutauchen, gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, finde ich auch, ja, natürlich. Das ist zehnmal gescheiter, als sich jetzt irgendwie einzumischen. Ja, der taucht jetzt ab. Und irgendwann einmal wird er wieder Phönix aus der Asche, aus der türkisen Asche. Ja, ja. Und das Gras drüber schon ein bisschen gewachsen ist, ja, vielleicht. Und dann werden die Leute sagen, je, da ist er wieder, der liebe Bub. Da ist er wieder, Gott sei Dank, na, geht's ihm gut. Ja, spannend wird es ja auch. Seine Schurkischheit und die seiner Blase wird ja nur von der, Dummheit ist es ja nicht, von der letztlich auch Blauäugigkeit übertroffen oder zumindest einen Annäherungswert hergestellt. Denn wenn ich irgendwelche finster will man gar nicht sagen, irgendwelche Macherleukes, wie es auf gut Jiddisch heißt, ja, vorhabe, der Wissen, dass es solche sind natürlich, schreibe ich doch kein WhatsApp. Es ist genauso, wenn, ich weiß nicht, wenn wir sagen, wann rauben wir jetzt die Nationalbank aus und wir machen uns das über SMS aus und wundern uns dann, wenn wir dorthin kommen, dass dort die Kobra steht und uns, wie man sagt, hopp. Aber warte, ne? Ja. Also das ist ganz ungeschickt, finde ich das. Das sieht man, ja, die denken sich, ja, WhatsApp, mein Gott, ja, tun wir halt. Weißt du was, ich glaube, die denken über sowas überhaupt nicht nach. Die sind so in ihrer abgehobenen Blase drinnen, dass eh nichts passiert, die machen einfach. Und es ist ja auch lange, lange Zeit gut gegangen, muss man auch sagen. Naja, wenn keiner nachschaut, klar. Aber wenn irgendwas rufbar wird, ist das Erste, was da wegnehmen, der Computer und den Computer und das Handy. Ne, und da herum. Nicht? Also egal. Also die sind, ich glaube, die sind das auch vom Alter her so gewöhnt, dass das gibt, ja, dass sie die Fallen, die das hat, gar nicht einkalkulieren. Und wenn wir es genau nehmen, in Wahrheit haben wir das alles dem HC Strache zu verdanken. Ja. Alles haben ihm zu verdanken, wenn der damals auf Ibiza nicht so geredet hätte. Ja. Und das aufgenommen worden wäre und wir das alles erfahren hätten, hätte es niemals diesen Untersuchungsausschluss gegeben, wäre das niemals gekommen. Eigentlich müsste man dem HC Strache Bumsti ein Denkmal setzen. Eigentlich hat der HC Strache und Konsorten das Klüge gemacht.